Sie sind hier, 27. Januar 2019, 13.08 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Vinzenz Geiger wurde in Trondheim starker zweiter Urheberrecht. Getty Images. Vinzenz Geiger muss sich in Trondheim erst auf der Zielgeraden geschlagen geben. Der Sieg geht an den Weltcup-Spitzenreiter. Team Olympiasieger Vinzenz Geiger hat mit Rang 2 beim Kombinationsweltcup in Trondheim seine Topform erneut unter Beweis gestellt. Der 21-Jährige aus Oberstdorf musste sich auf der Zielgeraden einzig Weltcup-Spitzenreiter Jarl Magnus Rieber, Norwegen, geschlagen geben, der seinen 8. Saisonsieg feierte. Dritter wurde der Norweger Jürgen Graback. Heute habe ich mich ein bisschen übernommen, der letzte Anstieg war doch ein bisschen lang. Aber der zweite Platz ist auch richtig gut, sagte Geiger im ZDF. Der Shootingstar hatte Mitte Januar in Valdai-Firn den ersten Sieg seiner Karriere gefeiert. Zum erneuten Coup fehlten am Ende nur 1,2 Sekunden auf Rieber, der in dieser Saison auch in der Loipe in der Weltspitze angekommen ist. Reizeck nach Aufholjagd in Top 10, das war ein toller zweiter Platz von Vinzenz. Es war wichtig, dass wir wieder auf das Stockerl kommen, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Olympiasieger Johannes Reizeck, 39,2 Sekunden, landete nach einer Aufholjagd als zweitbester Deutscher auf dem 9. Rang. Der Rekordweltmeister hatte schon auf der Schanze alle Podestchancen verspielt. Team Olympiasieger Fabian Riesle als 11. und Manuel Feist als 13. komplettierten das gute DSV-Ergebnis. Sowohl Olympiasieger Eric Frenzel als auch Terence Weber verzichteten wie schon am Samstag wegen einer Erkältung nach ihrem Sprung auf den Langlauf. Geiger hatte schon am Samstag als 5. für das beste DSV-Ergebnis gesorgt. Bei Riebers 7. Saisonsieg belegte Feist Platz 7, Rekordweltmeister Reizeck lief von Platz 18 noch auf den 11. Rang vor. Von Sportinformationsdienst.